I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rockstar. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rockstar. Ja, Leute, was geht und willkommen hier zu einem weiteren Vlog hier auf meinem Kanal. Vielleicht seht ihr bereits, ich habe nicht die Kamera in der Hand, sondern am Helm. Ich habe es euch auf jeden Fall versprochen, dass ich das machen werde. Und zwar ist es ein Rollervlog. Ihr habt es euch alle gewöhnt und dann dachte ich, ja komm, wir machen einen Rollervlog. Und ich hoffe, dass ihr Audio passt. Wenn nicht, dann tut es mir wirklich leid, denn mein Mikro, was ich bestellt habe, extra für den Helm, übersteuert so krass, dass ich einfach jetzt mit meinem iPhone-Kopfhörer-Mikrofon das aufnehme. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Audio passt. Wenn nicht, dann ist halt scheiße, ne? Ja, Leute, auf jeden Fall werde ich heute tanken fahren, Luft aufpumpen und ich kann auf jeden Fall euch noch meine Roller zeigen. Können wir gleich jetzt machen. So, ich würde sagen, wir halten hier an und da zeige ich euch gleich meine Roller. Die Sonne blendet mich. Ach, geil. Ja, Leute, wie man hier sehen kann, ist es ein Peugeot. Und zwar Peugeot Jet Force Darkside, in der Darkside-Variante. Ganz schwarz. Auf jeden Fall, wie man hier direkt sehen kann, der krasseste Moji-Sticker der Welt. Hier vorne habe ich auch einen Moji-Sticker, einfach so, einfach am Tank. Kennzeichen kann ich euch einfach zeigen, weil ich bin kein Schwerverbrecher. Wie man hier sehen kann, ist die Wasser gekühlt. Und ich habe hier, der Auspuff ist halt ein Sportauspuff und der wurde lackiert vom Vorbesitzer. Und wie man hier sehen kann, ist die, ja, das ist nicht gut. Denn wegen der Hitze, wegen dem Auspuff und wegen der Hitze hier draußen, denn ich schwitze schon wieder, ja, ist irgendwie abgefallen und hält es nicht mehr. Also irgendwie ist ein Kleber irgendwie heiß geworden und ist einfach selbst abgegangen. Und immer wenn ich im Stand bin, dann dreht sich das immer so. Naja, so sieht er aus. Er hat gar keine Schäden, also vom ersten Blick, aber er hat so kleine Schäden. Hier zum Beispiel, da hat er noch drüber lackiert, aber das sieht man einfach nicht. Das sieht man einfach nicht. Ansonsten von vorne sieht er echt geil aus, muss ich ehrlich sagen. Ja, jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, Digga, macht euch hier solche Light-Eyes rein, dass er leuchtet. Digga, ich mach das nicht. Ja, so sieht das gute Stück aus, ich würde sagen. Ja, wir gehen jetzt gleich tanken. Erstmal gehen wir pumpen, mein Rad. Denn ich habe Probleme mit meinem Rad, da geht immer Luft immer raus. Und ja, ich muss gucken, was das Problem genau ist. Ich würde sagen, let's go, weiter geht's. Wieder mich gerade angestellt hat, als ob ich ein Schwerverbrecher wäre. Und ich hoffe, dass die Audio noch gut läuft. Und vor allem, Leute, dieses Video nehme ich das gefühlte 12. Mal auf. Genau in die gleiche Richtung, die wir gerade fahren, bin ich auch gefahren. Diese letzten 12 Male. Denn wie gesagt, habe ich vorhin angesprochen, mein normales Mikrofon, was ich bestellt habe, ja, ist einfach viel zu laut, wenn ich rede im Helm. Ich kann es irgendwie nicht runterregeln, keine Ahnung, was los ist. Auf jeden Fall werde ich mir bald so eine App mehr runterladen, zum Rekorden. Habe ich schon gemacht, aber ja, da bin ich auch laut. Und da gab es auf jeden Fall auch Apps, wo man das kaufen muss, dass man das einstellen kann, dass es leise ist. Vielleicht kaufen wir einen. Komm, wir holen ihn. Ja, der kam hier wegen. Und was ich noch sagen wollte, das ist ein 50er-Roller. Aber leider habe ich ihn auf 30 gedrosselt. Weil ich bin kein Schwerverbrecher. Oh, aua. So langsam reinfahren. Da mein Hinterreifen nicht so gut ist. So, angekommen. 0,8 habe ich gesagt und es sind 0,9. Ah, jetzt können wir wieder auf 2,5 reinballern. So Leute, und jetzt gehen wir dahinter zum Tanken.
Super 95, hört sich gut an. Wir tanken 5 Euro, würde ich sagen. Denkt ihr, ich schaff das? T-Druck schafft alles. Ah, fuck. Ich hab ein paar mal 5 Euro, aber 1000 mal 5 Euro, 1 Cent. Das regt mich wirklich auf. Hallo, die 2 bitte. Oh Leute, das war die nette Dame, die mir immer diesen 1 Cent wegwirft. So, gepumpt haben wir. Getankt haben wir auch. Wie viel Tank haben wir jetzt? Das ist die große Frage. Die große Frage ist auch, wo wir jetzt hinfahren sollen. Also ich habe fast volle Striche. Sieht gut aus, muss ich ehrlich sagen. Sieht gut aus für 5 Euro. Wenn ich voll tanken würde, dann müsste ich schon so 7, 8 Euro bezahlen. Also bis zum geht nicht mehr. Randvoll meine ich. Ja, ansonsten entspannter Tag. Und ja Leute, ansonsten habe ich eigentlich nichts anzusprechen. Außer die Sachen, die ich ja mal veranstaltet habe. Und Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mir in die Kommentare Themen reinschreiben, was ich machen soll in den Rollervlogs. Zum Beispiel mit Kumpel rumfahren oder Chicks Clan oder ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß auch nicht, wo ich hinfahre gerade, aber ich war einfach irgendwo hin. Leute, ich würde sagen, wenn wir die 40 Likes knacken, kommt direkt ein neuer Rollervlog. Und Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr auch sagen, ob ich in ein Video schreien soll, auf Menschen oder lieber nicht. Digga. Behinderte Menschen, Alter. So ein Scheiß, Alter. Haben einfach Red Bull weggeworfen, Alter. Auf die Straße. Eigentlich müsste ich jetzt hinterherfahren und denen wieder ins Auto werfen. Aber leider bin ich nicht schnell. Das würde ich so nicht machen. Die Menschheit verliert ihren Geist, glaube ich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich das Video noch heute hochladen kann. Also direkt am Mittwoch. Ist heute Mittwoch? Ich glaube, heute ist schon Mittwoch, ja. Hoffen wir es. Oh, die Sonne ist so, so schön. Ja, Leute, ich würde sagen, ich beende auch an dieser Stelle dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Leute, 30 Likes, egal, 30, 40 Likes. Würde mich sehr freuen. Da kommt direkt ein neues Video. Also Leute, macht's gut, Leute. Und ciao.